Ja, wir sind im wunderschönen Tirol, hier mitten in den Bergen. Ich bin hier, weil ich meine Single-Premiere beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel habe. Und darauf freue ich mich echt mega. Jetzt ist es 3:45 und wir fahren jetzt zur Location. Eine Arena, ein Open-Air-Gelände. Großartig, weil die Rängen auch so nach oben hinweg gehen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und langsam steigt auch die Nervosität, ehrlich gesagt, weil 4 Stunden ist es ja schon soweit. Ich habe ein Foto gemacht. Aber natürlich. Meine neue Single Keinen Plan werde ich beim Schlagerboom singen. Und die Zusage kam ehrlich gesagt relativ spät, was aber auch gut so ist, weil so ein kleines bisschen Nervenkitzel ist ja dann auch für einen neuen Song auch wiederum toll, weil du einen gewissen Respekt behältst, einen Respekt vor der Bühne, vor dem Publikum und auch vor dieser großartigen Show. Und das muss man sich mal reinziehen. Da sind Millionen Menschen vorm Fernseher, die das mit abfeiern auf dem Sofa und wir quasi dann hier auf der Bühne. Das ist schon krass. Toi, 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 viel Spaß und bis nachher. Danke euch. Ciao, ciao. Da haben wir auch ein wirklich großes Publikum, jetzt hier live vor Ort, aber auch dann im Fernsehen. Und da bin ich einfach ein totaler Schussel. Also, oder ich stolpere, ach, keine Ahnung. Lieber nicht beschwören, bevor irgendwie sowas jetzt noch passiert. Ja. Fette Show. Und dass ich jetzt mit dabei bin, das ist, ja, das konnte ich nicht planen. Aber es hat geklappt und ich freue mich wirklich, wirklich mega. Ich bin Mutter und Ehefrau und Künstlerin, möchte das aber alles mit der Musik verpacken. Das heißt, wenn ich also jetzt auf die Bühne gehe, dann spreche ich eigentlich aus dem Herzen vieler Frauen hoffentlich, die ich an die Hand nehmen möchte und sage so, hey, Ladies, Frauenpower, wir packen das jetzt. Weil es gibt so viele Ehefrauen und Mütter, die ich da an die Hand nehmen möchte und sagen möchte, ihr seid nicht allein. Herzlich willkommen. Ich hab keinen Plan, wie halt ich das noch an? Was grad so schön in Fahrt ist, keinen Plan, akuter Größenwahn. So absurd genial.